Buch hat ein Deckel, wenn es ein Taschenbuch ist, das heißt, wenn etwas weicher ist, gar kein Problem, weil auch das Taschenbuch hat Kanten und Ecken, denen ich jetzt ein bisschen arbeiten möchte. Okay. Als erstes nehme ich das Buch so in die Hand. Im Grunde können wir es so machen, dass gerade das Kapitel zu Ende gewesen habe. Ich klappe das Buch zu und das ist die Anleitung, in der ich arbeite. Gut. Wenn der Angreifer jetzt kommt, mit einem Schlag von außen, das heißt, hier kommt ein rechter Schwinger, Ohrfeige, was auch immer, dann meine erste Bewegung. Ich block nach links auf den Unterarm oder auf den Bizeps, die linke Hand dient als Schutzhand und gebe beide gegen den angreifenden Arm. Eins. Eins. Oder eins, zwei. Eins, zwei. Aus dieser Bewegung, eins, zwei, folge ich jetzt mit der Spitze als Rückhand zum Kopf. Ich drehe den Kopf noch ein bisschen beiseite und beende dann mit dem Einsatzschlag meiner Seite. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist der Einstieg. Also Block, Check, Rückhand mit der Spitze, den Kopf beiseite drehen und dann nochmal die Macht des Wortes folgen lassen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ganz kurz nebenbei, die Grundbewegung für diese Abfolge kommt aus unserem Six Count. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, dann kommt noch ein Schritt. 1, 2, 3, 4, dann kommt der Vorschlag. Kommt wieder die 1. 1, 2, 3, 4, dann folgt die Vorschlag. Einmal. Aber ich hier mit dem Buch genauso. Okay, ich zähle jetzt nicht mehr jede einzelne Bewegung, sondern die Sequenz. Da machen wir jetzt 5 Wiederholungen. Und das ist die 1. 2. 3. 4. Und 5. Okay, so, wir können es uns nicht immer aussuchen, von wo der Angriff kommt. Jetzt kommt ein Angriff von der anderen Seite. Das heißt, der Angreifer kommt jetzt mit dem linken Schwinger, einer linken Ohrfeige, einem Schlag von links, kann aber auch im selben Rückhand sein. Und ich habe das Buch vom Körper. Ja, genau. Bevor er mich angreift, frage ich dann, wollen Sie über den Sinn des Lebens sprechen? Dann kommt der Angriff, Block, Check und Vorhand. Also relativ kurz. Ich blocke, sicher Schutzhand oder die zweite Hand, Check den Arm. Das gibt mir dann die Zeit, mir wieder mit der Spitze des Buchs meinen Gegenangriff aus. Also, Block nach rechts, Check nach rechts und Schlag ein. Block, Check, Schlag 1. Block, Check, Schlag 1. Block, Check, Schlag 1. Was ich immer noch so ein bisschen mache, deswegen taumel ich so hin und her, wenn der Angriff kommt, gehe ich ein bisschen raus aus dem Angriff. Ich vertraue meinem Buch jetzt nicht zu 100%, deswegen bewege ich mich ein bisschen raus, nehme noch zur Sicherheit die Schutzhand dazu und dann folgt mein Schlag mit der Buchecke. Wenn ich mit der Kante treffe, auch nicht schlecht. Aber die Spitze bringt natürlich das Ganze auf den Punkt. Einmal. 1, 2, 3. Okay, von hier aus geht es jetzt weiter. Ich habe mich noch ein bisschen fortgebildet, habe mir dann nochmal John Wick angeschaut. Und wenn ich jetzt diesen Eingang habe und bin am Kiefer vorbeigerutscht, dann drehe ich das Buch flach und mache nochmal eine Stoßbewegung
unterstützt durch die zweite Hand. Das sieht dann so aus. Ich habe 1, 2, 3, 4. Ich setze an und stoße nach. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, machen wir 5 Mal hintereinander. Und 1. 2. 3. Und 4. 5. Okay. Gut. So. Seiten dieser Welt. So, dieses war der zweite Streich. Wir gehen zurück zu unserer ersten Aktion. Und jetzt wird es ein bisschen nicht kompliziert, wollte ich nicht sagen, sondern ist ein bisschen die Fantasie gefragt, beziehungsweise das Vorstellungsvermögen von euch. Und zwar bekommt jetzt der Gegner ein bisschen mehr IQ, ja, also 2 Punkte IQ mehr als vorher. Auf den Schlag, auf die 1, also den Schwinger. Hier Blockcheck. Greif an mit der Rückhand und die Rückhand wird gestoppt vom Angreifer. Genau, das simuliere ich jetzt hier, indem ich mich selber stoppe. Also ich habe 1, 2, 3. Das mache ich jetzt am Anfang. Das gibt dann auch die taktile Rückmeldung. Und aus dieser Bewegung passiert jetzt Folgendes. Ich check den Arm, der mich jetzt hier gestoppt hat, zur Seite weg und setze meinen Angriff fort. Rückhand, die wird gestoppt, check den Arm vor, öffne mich auch und habe hier den Eingang mit der Stockspitze oder mit der Buchspitze, wie von vorhin. Gut, wenn ich das Buch jetzt in der Position habe, kann ich auch direkt weitermachen. Ich lege das Buch flach aufs Gesicht und hau nochmal drauf. Das schont den Angreifer. Ja? Ich habe das Buch vor der Nase und dann haue ich hier drauf, hinterlässt keine Spuren an den Knöcheln, höchstens vielleicht am Buch, aber wenn wir eine Schutzfolie um das Buch herum haben, gar kein Problem. So, langsam nochmal von vorne. Also wir haben 1, 2, werden hier gestoppt, checken den Arm weg, öffnen gleichzeitig, 3, Gegenangriff mit der Spitze, das Buch auf die Nase legen, bumm. Okay, ich drehe mich nochmal. Wir haben hier 1, 2, bitte check jetzt mal mit. 1, 2, 3. Ich werde hier gestoppt. Check den Arm weg. Schlag zur Schläfe. Gesicht. Buch auflegen und rum. Jawohl. Je dicker das Buch, desto besser die die Durchschlagwirkung. 1. Auflegen. So, von vorne. 1, 2, 3. Das ist gestoppt. Wegchecken. Öffnen. Schlag mit der Spitze. Schlag aufs Buch. 1, 2. Wegchecken. Öffnen. Schlag mit der Ecke. Schlag aufs Buch. Noch einmal. 1, 2. Wegchecken. 3 und 4. Okay. Gleiche Situation, nur wir gehen jetzt einen anderen Weg. Also ich bin hier wieder 1, 2, 3 reingekommen. Ich werde hier wieder gestoppt. Jetzt nehme ich von meinem Ellenbogen kommen, den Arm mit und ziehe ihn lang. Also ich werde hier gestoppt. Nehme den Arm mit und ziehe ihn lang. 3 nehmen. Jetzt mit der Rückhand. Also stoppen, checken, Gegenangriff, der wird gestoppt. Ich gehe unter dem Arm durch, den Arm lang, komm hier, Rückhand angreifen oder mit der Kante Buchecke. Ich kann mit der Kante angreifen oder auch mit der Ecke und kann jetzt hier nochmal den Buchtitel zeigen. Ja, also ich ziehe
lang. Hier, den Arm lang. Und hab hier ein absenkendes Schwert. Okay, von vorne. Eins, zwei, drei, vier. Zurückgehen. Fünf. Jetzt schiebe ich den gegnerischen Arm zur Seite weg. Gleich mir durch die Haare. Aufwärts Ellbogen zum Kopf. Drehe den Kopf zur Seite und schlag auf 1. So, jetzt nochmal langsam. 1. Check 2. 3. Becken. 4. Angriff zum Kopf. 5. Zurückweichen. 6. Arm beiseite. 7. Ellbogen. 8. Öffnen. 9. 2, 3, 4, 5, zurückgehen, 6, 7, 8, 9. One more time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kopf Seite drehen, 9. Okay, gut. So. Ja. Okay, also, damit haben wir jetzt zwei Situationen, wo mein erster Gegenangriff, nämlich die Rückhand, vom Kopf vom Angreifer vereitelt wird, denn er stoppt mich. Jetzt stoppt er mich nicht nur, sondern hält fest. Das heißt, ich komme nicht einfach durch Wegschlagen aus der Situation raus. So, jetzt gut. Moment, jetzt ist hier gerade auf meinem Bildschirm ein bisschen was verrutscht. Ich stelle mich nochmal um. So, okay, jetzt sehen alle. So, Eingang ist wieder der gleiche. 1, 2, 3. Das sei jetzt der Standard für heute. Also, im Grunde Six Count aus dem Finnischen. Annehmen mit Buch, übernehmen und der erste Gegenangriff als Rückhand. Jetzt stoppt mich der Angreifer und greift. Aus dieser Bewegung oder aus dieser Situation mache ich Folgendes. Ich ziehe das Buch zurück und drehe es so, dass die Daumenseite runter ist. Dadurch wird die greifende Hand in diese Position gedreht. Dann schlage ich mit meiner freien Hand die Hand nach unten weg, dass sich der Griff löst, beziehungsweise dass der Griff geschwächt wird. Also ich schlage die Hand nach unten weg. Von hier aus komme ich jetzt mit der Breitseite direkt unter die Nase. 1, 2, 3. Ich werde gegriffen. Zurück. Check den Arm nach unten weg. Und komme hier nochmal mit einer Breitseite unter die Nase. 1, 2, 3. 4. Check. 5. 1, 2, 3. Hier, check, 5, Block, Ihren Gegenangriff, ich werde den Griff zurückziehen zur rechten Seite, nach unten checken, den Griff zu lösen. Wenn der Griff gelöst ist, habe ich schon eine gewisse Vorspannung für den Stoß unter den Nase. Dann den Kopf nochmal zur Seite drehen und mit einer 1 beenden. Einfach nochmal das Kapitel schließen, noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, und jetzt 6, und beenden. 1, 2, 3, 4, 6, und nachschlagen. Setz zwar 1, 2, 3, 10, unter die Nase, Kopf zur Seite drehen und schlagen mit dem Buch. Gut! Ein guter Tipp, nein, nicht ein guter Tipp. Zwischendurch trinkt noch mal einen Schluck Wasser. Sehr lecker.
nochmal ein kleiner Quick Fix zwischendurch. Okay. funktioniert mit Buch, funktioniert mit einer Zeitschrift, ganz einfach. Der Gegner kommt mir zu nahe, ich halte ihm was vors Gesicht und dann kommt die Überraschung. Faust, Finger. Oder eine nasse Katze, die ich vorhin aufgehoben habe. Also nochmal. Angreifer steht vor mir und sagt, du, keine Ahnung, ich bin nicht so gut in solchen schauspielerischen Sachen. Blick blockieren, bam. Blick blockieren, bam. Ja? So, Spaß beiseite. Wir hatten dann ganz am Anfang die andere Seite. Das heißt, es kam ein Schlag von meiner rechten Seite, Rückhand oder ein Schlag mit links. Und ich habe hier angenommen. Das Buch geht direkt auf die angreifende Hand oder aufs Handgelenk und die zweite Hand checkt den Arm und dann kam dieser Gegner. Das ändern wir jetzt ein bisschen ab. 1, 2, kommt ebenfalls wieder mit einer Rückhand. Also rechts, links, Rückhand rechts. Rechts, links, rechts. Rechts, links, das Buch liegt hier auf die Schulter. Jetzt auch hier eine Rückhand. Das kann die Ecke sein, das kann die Kante sein, das kann sogar die Ecke sein. Je nachdem, wie nah der Gegner ist. Ich bin falsch. Ich habe mich jetzt gerade verschanzt. Ich bin hier. Gleiche Bewegung wie vorhin. Nur, was jetzt bleibt, ist tatsächlich, es kommt ein Angriff mit der linken Seite. Also gerade, oder greifen wollen. Und ich begebe mich auf die Außenseite. Das heißt, die linke kommt auf mich zu und ich fege hier die linke weg. Übernehme und komme mit der Rückhand. Das ist meine. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das ist das gleiche wie vorhin im Grunde. Nur haben wir jetzt eine andere Architektur. Denn jetzt stoppt mich der Gegner mit seiner rechten Hand. Das heißt, er kommt von hier. Schnell die Gruppe wieder hochbekommen. Dann können wir hier unseren Loop so lange weitermachen, bis der Arzt kommt. 1, 2, 3. Wegnehmen. Danke. 1, 2, 3. Wegnehmen. Danke. Okay. Habe ich jetzt den letzten Hit unter die Nase gemacht? Richtig. Seite. Ich kann jetzt hier im Grunde wieder mit meinem Punch links aufs Buch folgen oder sogar mit dem Ellenbogen. Oder ich drehe den Kopf beiseite und ohne dass das Buch dazwischen ist, gehe direkt aufs Buch. Also 1, 2, 3, drehen, Ellenbogen. 1, 2, 3, wegnehmen, hier, Buch klappt hoch, boom, Ellenbogen aufs Buch oder Faust aufs Buch. 1, 2, 3, ich werde gestoppt, wegnehmen, ich wiederhole meinen Rückhandangriff, klappe das Buch hoch, damit drehe ich den Kopf zur Seite und kann mit dem Ellenbogen folgen. 1, 2, 3, klappen, Ellenbogen. 1, 2, 3, hochklappen, aus. 1, 2, 3, 2, 3, hochklappen, zack. Okay, und um den Kreis zu schließen, die Bewegung nochmal, das heißt, die linke gerade kommt, ich nehme an,
fegt den Angriff weg, übernehme, greife an mit Rückhand. Die rechte Hand stoppt mich, die nehme ich jetzt auch weg. Greife an mit der Spitze, justiere nochmal um und gebe nochmal ein bisschen Nachdruck mit der Rückhand. Also 1, 2, 3, ich werde gestoppt, wegnehmen, wiederhole meinen Gegenangriff, setze die Buchkante etwas tiefer an, Hals oder auch aus der Nase und es gibt einen Nachschlag. 1, 2, 3, wegnehmen, um, Nachschlag. 1, 2, 3, wegnehmen, um, ansetzen, Nachschlag. 1, 2, 3, wegnehmen, bam, und Nachschlag. 1, 2, 3, ich werde gestoppt, wegnehmen, um, und Nachschlag. Okay, gut.